Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar und zwar zum Thema Geoblocking. Das erste Mal haben wir heute nicht nur Teilnehmer der UBIT Niederösterreich, sondern wir haben auch außerhalb der UBIT Teilnehmer und Teilnehmerinnen und auch aus Oberösterreich und ich begrüße die Gäste recht herzlich. Unsere Fachexpertin, Frau Magister Illebauer, darf ich Sie ganz kurz ersuchen, sich vorzustellen, was Sie machen? Gerne. Ja, grüß Gott, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist eben Ursula Illebauer. Ich arbeite bei der Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Information und Consulting. Bin dort seit ca. 2015 tätig, also auch schon wieder eine Weile und bin hauptsächlich für den Bereich Datenschutz, Telekommunikationsrecht und auch Konsumentenschutz und Zivilrecht zuständig. Ein interessantes Spektrum, aber das Thema geht doch sehr in die Breite. Was erwartet uns in der nächsten Stunde? Also Geoblocking ist ja gerade frisch aus dem Ei gepellt. Es ist ja gerade erst seit Dezember eben hier. Und wir schauen uns heute ein bisschen die Hintergründe an. Warum gibt es diese Geoblocking-Verordnung? Was heißt das überhaupt? Wir schauen uns auch an, was gibt es denn für Diskriminierungsmöglichkeiten und welche sollten Sie definitiv vermeiden? Dann haben wir auch noch die Mythen. Sprich, was ist eigentlich jetzt im Moment im Raum, was steht im Raum, was ist eigentlich vollkommen falsch. Wir schauen uns ein paar Negativbeispiele an, ein paar Positivbeispiele und wir schauen uns natürlich auch an, welches Recht ist anwendbar, wo ist der Gerichtsstand, falls ich einmal geklagt werden sollte als Unternehmer und was müssen Sie jetzt wirklich konkret bei Ihren Websites ändern. Das werden wir uns heute in den nächsten ca. 30 bis 45 Minuten anschauen. Sie haben dann natürlich wie üblich die Möglichkeit, nachher Fragen zu stellen. Und wir werden auch uns sehr stark bemühen, dass wir diese Fragen natürlich auch beantworten. Die Präsentation steht Ihnen nachher wie üblich zur Verfügung. Und es werden auch Hyperlinks in der Präsentation angeboten, damit Sie die weiterführenden Informationen, die ich währenddessen anspreche, aber nicht so weit ausführen kann, auch natürlich gleich auffinden können. Sehr fein. Sie können natürlich auch Fragen zwischenzeitig stellen. Ob wir sie gleich beantworten können, kann ich Ihnen noch nicht bestätigen, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Jetzt habe ich eine Frage. Welche Beschwerden wurden bei einer Kommission schon eingebracht? Gibt es überhaupt schon Beschwerden? Ja, tatsächlich ist es so, dass die Europäische Kommission ja darauf verwiesen hat, die Geoblocking-Verordnung gibt es eigentlich nur, weil sich so viele Konsumenten oder generell auch Unternehmer beschwert haben, dass sie einer Geodiskriminierung unterliegen. Also sprich, dass sie in irgendeiner Art und Weise aufgrund von ihrer Herkunft oder aufgrund ihres Wohnsitzes oder ihres Niederlassungsstaates bei Webseiten gewisse Dinge nicht erreichen können. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, Diskriminierung, die Sie angesprochen haben, darf ich ein bisschen frech fragen, war das bis dato kein Thema, Diskriminierung, oder wie hat sich das dargestellt? Bis dato haben Sie natürlich frei diskriminieren können. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Scherz. Also es gab jetzt auch natürlich die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und es gibt auch die Dienstleistungsfreiheit. Also sprich, eine Diskriminierung war natürlich jetzt schon nicht in Ordnung, wie der Name auch schon sagt. Nur hier geht es eigentlich ja nicht wirklich um eine Diskriminierungsmaßnahme, sondern hier geht es eigentlich um eine Differenzierung. Das heißt, ich differenziere meine Kunden nach dem Ort, wo sie herkommen, also sprich nach ihrem Wohnsitz. Und das, sagt die EU, soll eigentlich in dieser Form nicht mehr sein. Mhm. Ich meine, was möchte die EU damit bezwecken? Was will die EU damit? Also die EU will definitiv, dass es einen Binnenmarkt gibt, dass es hier keine Grenzen mehr gibt, dass hier der Binnenmarkt eben vollständig funktioniert und jeder Kunde, jeder Verbraucher, aber auch jeder Unternehmer in jedem Mitgliedstaat einkaufen kann, bestellen kann, aber auch eben Dienstleistungen beziehen kann. Und mit dieser Abschaffung dieses ungerechtfertigten Geoblockings, also sprich ungerechtfertigter Diskriminierung, will die EU versuchen, dieses Ziel zu erreichen. De facto soll jede Art von Diskriminierung beendet werden, also nicht nur die unmittelbare, also sprich auf gut Deutsch, Sie kommen aus Österreich und deswegen dürfen Sie bei mir in meinem deutschen Webshop nicht einkaufen, sondern auch die mittelbare Diskriminierung. Das heißt, der Unterschied dieser Diskriminierungen wird hier ganz deutlich gemacht.
Ja, weil mittelbare Diskriminierung, das ist vielleicht etwas, an das denkt man noch gar nicht so als Unternehmer. Also wenn Sie zum Beispiel eine Webseite betreiben und Sie haben einen Webshop und Sie haben beispielsweise in diesem System eine Postleitzahl einzufüllen als Kunde. Also Sie bestellen etwas und Sie müssen eine Postleitzahl einfüllen. In Österreich ist es üblich, dass wir 4 Ziffern bei der Postleitzahl haben, in Deutschland aber beispielsweise sind es 5. Wäre es also so, dass Sie jetzt beispielsweise nicht die Möglichkeit schaffen, dass man hier 5 Postleitzahlen, also 5 Ziffern eingeben kann als Postleitzahl, wäre das zum Beispiel eine mittelbare Diskriminierung und wäre das natürlich nicht erlaubt. Ähnliches ist der Fall, wenn Sie zum Beispiel nach der IP-Adresse differenzieren oder wenn Sie zum Beispiel auch mit der Sprachwahl versuchen zu differenzieren oder mit Zahlungsmitteln. Das heißt, wenn ich jetzt eine deutsche Postleitzahl hätte und ich habe als Österreicher natürlich nur 4 Zahlen einzugeben, und das funktioniert dann nicht, das wäre nicht mehr gerechtfertigt. Genau, das wäre prinzipiell nicht gerechtfertigt. Ja, das ist positiv. Ich glaube, es ist schon klar, dass wir hier ansprechen die grenzüberschreitenden Fälle. Also sprich, wenn ein Österreicher bei einem Onlineshop in Österreich einkauft, da ist üblicherweise alles in Ordnung. Ja, aber es ist der Fall, wenn ein Deutscher jetzt beispielsweise bei einem österreichischen Webshop einkaufen zu versucht und hier eben daran gehindert wird. Oder eine Webseite versucht, hier eben zu besuchen und daran gehindert wird. Also es sind jedenfalls erfasst die grenzüberschreitenden Fälle innerhalb der Europäischen Union des Wareneinkaufs, des Warenverkaufs oder elektronische Dienstleistungen oder anderer Dienstleistungen, wenn die eben nicht elektronisch über eine Website erbracht werden, sondern einen spezifischen physischen Standort. Mhm. Sie haben jetzt die EU angesprochen. Das heißt, alles, was außerhalb der EU ist, würde nicht darunter fallen. Grundsätzlich jein, Juristenantwort. Also wenn es ein Anbieter sich auf die Europäische Union ausrichtet und dort eben an Kunden in der Europäischen Union liefern würde oder hier eben auch entsprechend Dienstleistungen erbringen würde, dann ist es so, dass auch dieser Anbieter die Verordnung des Geoblockings einhalten muss. Also das ist schon der Fall. Wenn ich jetzt aber als österreichischer Unternehmer meinen Webshop auch international, zum Beispiel nach Afrika oder Asien ausrichte, dann ist das hier natürlich nicht mehr für mich von Relevanz. Ja, durchaus interessant. Sie haben auch von der elektronischen Dienstleistung gesprochen. Elektronisch erbrachte Dienstleistung, das klingt so ein bisschen nebulos, nennen wir es so. Nebulos ist richtig. Ich gebe Ihnen Beispiele. Ja, das sind Cloud-Dienste, die Sie anbieten als Unternehmer oder Data Warehousing, Web-Hosting. Also all jene Dinge, die eben mit Vollautomatisierung, also sprich vollkommen elektronisch erfolgt und wo nur eine nebensächliche menschliche Aktion dahinter steht. Also nebensächlich ist natürlich lustig, weil es ist noch ein Unternehmer. Aber es geht hier um die Dienstleistung selber. Mhm. Und dann gibt es eben andere Dienstleistungen, die müssen nicht elektronisch erbracht werden. Das sind dann die Dienstleistungen, die an einem spezifischen physischen Standort angebracht werden. Also das ist zum Beispiel ein Hotel, das noch zusätzlich einen Mietwagenverleih anbietet oder Sportveranstaltungen oder Ähnliches hier Karten verkauft. Dann ist es so, dass auch an diesem spezifischen Standort nicht zwischen Kunden unterschiedlicher Herkunft unterschieden werden dürfte. Also sprich, ich darf keine unterschiedlichen Vertragsbedingungen einzig und allein aufgrund dessen, dass der Kunde aus zum Beispiel Luxemburg kommt oder Deutschland kommt, anbieten. Ich muss ja schauen, dass ich das diskriminierungsfrei mache. Ja, hat durchaus seine Vorteile. Aber wie sieht es eigentlich mit urheberrechtlich geschützten Werken aus? Sind die auch davon betroffen? Oder? Das wäre ein Problem, wenn sie wirklich davon betroffen wären, weil, wie Sie alle wissen, vor allem im Bereich UBIT ist das vollkommen klar, dass das Urheberrecht üblicherweise regional ja auch eingeschränkt ist. Gerade bei Streamingdienste etc. ist es nicht einfach der Fall, dass Sie eben einen Film in Mitgliedstaat A nicht anschauen können, obwohl Sie in Mitgliedstaat B gebucht haben, weil der Unternehmer dahinter lustig ist, sondern weil es hier einfach Nutzungsvereinbarungen dahinter gibt, also Lizenzvereinbarungen, die diese regionalen Unterschiede eben schon begründen. Also urheberrechtliche Leistungen, wenn sie audiovisuell sind, unterliegen der Verordnung prinzipiell nicht.
andere eben, die nicht audiovisuell sind, also zum Beispiel die E-Books oder Musikdienste oder Gaming-Websites, die unterliegen der Geoblocking-Verordnung prinzipiell, aber jetzt die Krux, es muss nur der Zugang zur Webseite, wo das angeboten wird, freigestellt sein und diskriminierungsfrei ausgestaltet sein, aber ich muss mit denen keinen Vertrag schließen. Also sprich, die dürfen sich das zwar anschauen im Sinne von, aha, da gibt es das E-Book, aber sie dürfen das E-Book nicht lesen. Also das wird auch noch einmal von der EU jetzt überprüft, ob das vielleicht Sinn macht, wenn man das ausweitet. Aber ich meine, dahinter steht halt natürlich eine urheberrechtliche Frage und stehen eben entsprechende Nutzungsbedingungen. Also man muss sich das schon wirklich im Detail anschauen, ob das wirklich ausgeweitet werden kann. Ist durchaus verständlich, aber als gelebter Österreicher stellt sich jetzt für mich die Frage, gibt es Ausnahmen dazu? Also es gibt Ausnahmen bei der Geoblocking-Verordnung zusätzlich zu den audiovisuellen Diensten. Es gibt auch zum Beispiel Ausnahmen im Steuerrecht. Also de facto ist es so, dass natürlich Steuerrecht eine Angelegenheit des Mitgliedstaats ist. Soziale Dienstleistungen sind ausgenommen, Finanzdienstleistungen, also das betrifft die Sparte IC besonders. Es sind auch Verkehrsdienstleistungen ausgenommen, also das Flugticket ist da beispielsweise nicht in der Geoblocking-Verordnung drinnen und Gesundheitsdienstleistungen. Auch klassisch, weil das ist halt etwas, was ein sehr heikler Bereich ist. Da muss man halt schon schauen, dass das vielleicht anders geregelt wird. Und dann ist es auch so, das ist für die meisten auch sehr immer eine Frage gewesen, was ist, wenn ich in einem Mitgliedstaat jetzt beispielsweise einer rechtlichen Verpflichtung unterliege und das kann ich, dem kann ich mich nicht entziehen. Naja, natürlich, wenn die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung eines Mitgliedstaates, denen der Anbieter, also der Unternehmer unterliegt, etwas vorsieht, dann muss er das auch gewährleisten. Also das steht immer über allem drüber, das ist ein Grundsatz, das ist ganz klar. Ich bekomme gerade eine Frage herein. Ich darf die zwischendurch mal so einbringen. Und zwar wird gefragt, ob die Länderauswahl zwingend alle EU-Länder, also muss in der Länderauswahl alle EU-Länder angegeben sein oder angegeben werden? Es muss nicht. Es ist tatsächlich so, also ich schätze jetzt einmal, dass Sie beim Webshop meinen, oder? So hätte ich das verstanden, okay, die Fragestellung. Naja, es muss nicht unbedingt sein, dass die Länderauswahl prinzipiell möglich ist, weil man kann eine Webseite ja trotzdem auf einen Mitgliedstaat ausrichten. Also beispielsweise, wenn Sie einen österreichischen Webshop haben und Sie möchten sich eigentlich auch nur auf Österreich ausrichten, dann wird es so sein, dass Sie die natürlich auch entsprechend österreichisch gestalten und jetzt keine zusätzlichen Länderwebsites oder Ähnliches anbieten. Ja? Worauf Sie aber achten müssen, ist, dass es möglich ist, dass ein Kunde aus einem anderen Mitgliedstaat trotzdem auch die Webseite erreichen kann, also sprich, dass die nicht gesperrt ist, dass er nicht automatisch irgendwie blockiert wird und dass er, wenn er bestellen will, wenn eine Ware bestellen wird, diese auch prinzipiell bestellen kann. Allerdings haben Sie keinen Lieferzwang. Ja, also es ist nicht notwendig, dass Sie zum Beispiel bei der Lieferung anbieten, eine Länderauswahl, wo dann überall hingeliefert wird. Das ist nicht der Fall. Und es ist auch nicht notwendig, dass Sie hier zum Beispiel auch die verschiedenen Sprachen anbieten müssen. Nein. Also ich darf durchaus sagen, ich liefere nur nach Österreich oder ich liefere Österreich, Deutschland, Schweiz. Es ist durchaus möglich, die Lieferung einzuschränken. Mhm. Ja, also ich kann mir nach wie vor aussuchen, wohin ich liefern kann oder wohin ich liefern will. Ich muss das allerdings kommunizieren. Also ich muss das in meinen Vertragsbedingungen offenlegen. Und das ist auch eine Informationspflicht gegenüber Konsumenten. Beispielsweise, wenn ich sage, ich liefere zum Beispiel nur in Österreich. Und wenn dann in diesem Fall ein Kunde aus Frankreich bei mir bestellen will, dann kann er das. Ich muss das prinzipiell zulassen. Ich muss nicht auf Französisch jetzt die Webseite gestalten. Ich muss aber prinzipiell die Bestellmöglichkeit zulassen. Und der französische Kunde muss dann selber schauen, ob er sich die Ware in Österreich bei mir abholt oder ob er sich vielleicht selber den Versand organisiert. Also ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden. Wenn nicht, dann bitte schicken Sie uns noch eine Präzisierung. Ich glaube, sie wurde richtig verstanden. Okay. Und wenn ich das jetzt noch einmal replizieren kann, Sie haben gesagt, es muss jetzt nicht auf Französisch sein, das heißt nicht in der jeweiligen Landessprache. Es würde reichen, wenn ich auf Deutsch meinen Webshop betreibe. Wenn ich sage, ich richte mich an Österreicher oder ich richte mich an deutschsprachige Kunden, dann reicht das auch, wenn ich eine deutsche Sprache anbiete. Richtig.
Ich habe eine Frage, und zwar sehr oft taucht der Slogan Shop like a local auf. Mhm. Ja, was bedeutet das? Shop like a local wird tatsächlich auch von der Kommission immer beworben. Also das soll bedeuten, Sie können praktisch überall in jedem Mitgliedstaat sich einheimisch fühlen und dort auch wie ein Einheimischer zu Bedingungen wie ein Einheimischer einkaufen. Also sprich, gerade bei Webshops wieder, wenn Sie eben diesen österreichischen Webshop als Spanier besuchen und dort eben einkaufen, dann sollten Sie genau die gleichen Bedingungen vorfinden, wie es der österreichische Kunde hat. Also da geht es eben darum, dass man die ungerechtfertigte Diskriminierung, also sprich die ungerechtfertigte Gleichbehandlung von unterschiedlichen Kunden abschafft. Und da ist eben erfasst beispielsweise, dass man Internetseiten und Anwendungen, egal ob das jetzt mobil ist oder ob das eine Webseite ist, nicht aufgrund von der Herkunft sperren oder einschränken kann. Also sprich, unterschiedliche Zahlungsbedingungen zum Beispiel anbietet oder unterschiedliche Preise oder Ähnliches. Nur aufgrund der Herkunft. Dann als zweites ist auch verboten, hier bei Verträgen unterschiedliche Bedingungen zu vereinbaren, also Vertragsbeschränkungen aufgrund der Herkunft. Das heißt, nicht objektiv zu rechtfertigende, also diskriminierende Vertragsunterschiede zwischen zum Beispiel einem deutschen und einem österreichischen Kunden soll es nicht geben. Das nennt man auch künstliche Segmentierung des Binnenmarktes. Das heißt, die AGBs, meine AGBs müssen für alle gleich sein. Habe ich das so richtig verstanden? Wenn Sie nur eine Webseite haben und Sie haben eine Form von Nutzungsbedingungen, dann dürfen Sie da eben keine Unterschiede machen, die nicht objektiv zu rechtfertigen sind, von der Herkunft her. Also ich darf da zum Beispiel auch nicht hineinschreiben, ich schließe nur Verträge mit österreichischen Kunden ab. Ja, ich möchte keine anderen. Das darf nicht der Fall sein. Was aber schon möglich ist, ist, dass ich sage, ich liefere nur nach Österreich oder ich liefere nur nach Österreich und Deutschland. Das wäre prinzipiell keine künstliche Segmentierung des Marktes. Sehr oft kommt auch die Frage, es wird zwar nicht dorthin geliefert, aber wenn ich jetzt beispielsweise manches Mal im Internet sehe, es gibt auch keine Paketstationen, wohin geliefert wird im jeweiligen Land. Ist das rechtens oder nicht? Ich muss, wenn ich die Lieferung generell in ein bestimmtes Land nicht anbiete, muss ich auch keine Paketstation dorthin beliefern. In Österreich, wenn zu einer Paketstation? Wenn es in Österreich ist, also dass man eine Paketstation nicht beliefert, das müsste man objektiv begründen können, meiner Meinung nach. Also hätte ich noch nicht gehört, ja, dass man das ausgeschlossen hätte, aber möglich wäre es natürlich. Aber das müsste ich dann objektiv begründen können, warum das der Fall ist. Ja. Wenn es allerdings ein rein inländischer Sachverhalt ist, ja, dass ein Website-Betreiber zum Beispiel sagt, okay, ich beliefere nur Privathaushalte oder was auch immer, dann wird die Geoblocking-Verordnung schon nicht zur Anwendung kommen, weil es rein inländisch ist. Und dann wäre es die Frage, ob er das prinzipiell so tun darf. Und es herrscht in Österreich noch Vertragsfreiheit. Also ich würde behaupten, ja. Vielleicht noch kurz zur dritten Säule. Und zwar, es ist auch mit der Geoblocking-Verordnung, das ist das dritte wesentliche Kriterium gekommen, das sogenannte Weiterleitungsverbot, also das Verbot von Auto-Forwarding. Das heißt, wenn ich länderspezifische Websites anbiete, ich habe eine für Österreich, ich habe eine für Deutschland, ich habe eine für Luxemburg, was auch immer, dann muss ich gewährleisten, dass der Kunde selber entscheidet, welche Website, welche Top-Level-Länderdomain er ansurft. Also wenn ich jetzt zum Beispiel shop.de ansurfen möchte als österreichischer Kunde und ich werde aber automatisch auf shop.at weitergeleitet, ohne dass ich gefragt werde und ich habe auch keine Möglichkeit zum Switchen, dann entspricht das nicht der Geoblocking-Verordnung. Also ich muss hier tatsächlich die Möglichkeit haben, auch eine .de-Seite ansteuern zu können. Dazu habe ich gerade eine Frage hereinbekommen, und zwar Amazon.at leitet auf Amazon.de weiter. Wäre das jetzt diskriminierend? Das ist die Fragestellung, die hier reingekommen ist. Wenn das automatisch passiert, also sprich, Sie werden nicht
gefragt, ob sie weitergeleitet werden wollen auf die AT oder DE, ich habe es jetzt leider vergessen, Seite, dann ist das prinzipiell ein Verstoß gegen das Weiterleitungsverbot, gegen das Automatische. Es kann aber sein, und das würde ich schon noch einmal überprüfen, dass Sie irgendwann einmal angeklickt haben, ja, ich möchte bitte weitergeleitet werden auf meine länderspezifische Seite, weil das kann schon für die Zukunft auch sich gemerkt werden. Also wenn Sie da ein Cookie angeklickt haben einmal und das speichert das ab, dann wird das immer wieder passieren, dass Sie da weitergeleitet werden. Wenn Sie das nicht mehr möchten, dann müssen Sie aber die Möglichkeit haben, das jederzeit wieder zu widerrufen. Also sprich, dass Sie dann trotzdem wieder zurückkommen. Und Sie müssen auch die Möglichkeit haben, dass es jederzeit wieder geswitcht werden kann. Na, die Fragestellung da war, dass, so würde ich das verstehen, Amazon AT angeklickt wurde und automatisch wird weitergeroutet an Amazon.de. Wenn dann niemals die Zustimmung dazu erteilt worden ist, dann ist das keine Vorgehensweise, die der Geoblocking-Verordnung widerspricht und ist unzulässig prinzipiell. Das heißt, nachschauen, ob man es wirklich gemacht ja, hat oder nicht. Ich habe da hier jetzt noch einmal eine Frage reinbekommen und zwar, wie es mit unterschiedlichen Patentrechten aussieht, wenn bekannt ist, dass in einem Land ein fremder Patentschutz aufrecht ist. Können Sie dazu eine Aussage tätigen? Wie es mit unterschiedlichen Patenten ausschaut, was wollen Sie denn mit diesem Patent machen? Wird das auch weiterverkauft oder ist das irgendwo, das weiß ich jetzt leider nicht genau. Also ich gehe davon aus, dass es auch weiterverkauft wird, es steht nur die Frage so da. Wie sieht es mit unterschiedlichen Patentrechten aus, zum Beispiel, wenn bekannt ist, dass in einem Land ein fremder Patentschutz aufrecht ist? Okay. Muss ich sagen, die Frage ist sehr interessant, habe ich mir noch nicht gestellt. Das müsste man im Nachhinein dann noch einmal recherchieren und dann beantworten. Ja? Sehr interessante Super. Frage, danke. Ja, es gibt unsere Besucher haben doch sehr interessante Fragen ja, und stellen sie auch und das ist positiv. Wie sieht es aus, wenn ein Kunde auf eine bestimmte Landesseite weitergeleitet werden möchte? Wenn er das möchte, dann gibt er seine ausdrückliche Zustimmung dazu dann eigentlich auch ab. Also da ist Ihr Wille, dass Sie da weitergeleitet werden, im Vordergrund. Das heißt, Sie können das zum Beispiel machen, indem Sie es in einem Nutzerkonto auf der Website einstellen, dass Sie sagen, Sie möchten gerne immer auf die AT-Domain weitergeleitet werden. Es ist auch möglich, dass man das mit Cookies setzt, also sprich, dass Sie ein wunderhübsches Pop-up erhalten, wo Sie gefragt werden, möchten Sie in Zukunft, wenn Sie diese Seite ansteuern, auf die AT-Domain weitergeleitet werden und Sie geben Ihr OK, dann wird das auch gespeichert. Wichtig ist, dass diese Zustimmung üblicherweise gespeichert wird. Also in seltenen Fällen wird das jedes Mal neu gefragt, sondern diese Entscheidung wird einmal für Sie angelegt, gespeichert und wird dann so gehandhabt für die Zukunft. Und das sollte aber dann trotzdem auch die Möglichkeit gegeben werden, und das sind dann die IT-Dienstleister am Zug, dass diese Entscheidung auch widerrufen wird und dann dementsprechend technisch auch gewährleistet ist. Und wichtig ist auch, dass man ein Switchen zwischen diesen Seiten, zwischen diesen Länderseiten prinzipiell auch ermöglicht. Also sprich, selbst wenn ich die Zustimmung erteilt habe, automatisch weitergeleitet zu werden, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, mir die anderen Seiten anzusehen. Das Positive an Webinaren ist, wenn man Fragen bekommt und nicht genau weiß, was damit gemeint war, gibt es auch die Antwort. Okay. Und zwar zu Amazon, es gibt gar keinen Amazon AT Shop, es gibt nur einen DE Shop. Allerdings, das ist jetzt mein Zusatz dazu, es gibt sehr wohl Shops außerhalb Deutschlands, also ob das UK ist oder, oder USA. Dort kann ich extra hingehen. Wie schaut es da mit AT und Österreich aus? Genau das Gleiche. Ich muss jetzt zugeben, ich achte nicht auf die Länderdomain dahinter, ich achte nur auf die Frage. Es ist egal. Also selbst wenn das jetzt Amazon.de war und Amazon UK oder was auch immer, es ist immer das gleiche System innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Amazon UK ansteuern und Sie werden automatisch auf Amazon.de weitergeleitet, gilt das genau das Gleiche. Wenn Sie da die Zustimmung nicht erteilt haben, dann ist das prinzipiell nicht möglich. Wenn es nur ein Shop-System gibt, ja, und Sie haben nur die Möglichkeit, dort zu bestellen, dann wird Sie der Anbieter wohl auch darüber informieren, dass es nur über diese eine Webseite möglich ist und dann haben Sie halt die Möglichkeit, dass Sie diese Webseite ansteuern. Ja, ja durchaus interessant.
Wenn ich die Zustimmung nehme, wie sieht es da aus? Ein Website-Betreiber kann ja die Zustimmung schwer schriftlich einholen. Richtig. Das heißt, die Nutzerkonten bzw. Cookies oder Ähnliches reichen dafür, einmal angeklickt. Es ist prinzipiell möglich, das in dieser Form zu tun. Also es muss kein unterschriftliches oder beglaubigtes Schreiben an den jeweiligen Händler geschickt werden. Es reicht auch der Klick. Ja, das wird auch mit der jeweiligen IP-Adresse üblicherweise oder mit dem Nutzerkonto. Also das ist dann Ihr Benutzername und Ihr Passwort verknüpft. Und so versucht man eben auch sicherzustellen, dass Sie auch derjenige sind, der die Zustimmung erteilt hat. Achtung nur, es ist halt auch auf Datenschutz hier zu achten. Also wenn Sie beispielsweise das mit Cookies setzen, Cookies, Webtracking unterliegt eben der Datenschutzgrundverordnung bzw. dem österreichischen Telekommunikationsgesetz. Und da sollten Sie dann bitte Acht geben, dass Sie das wirklich ordentlich implementieren, auch ordentlich darüber informieren. Und da sehen Sie dann auch auf der Folie einen Link auf unserer Website, wo Sie dann Checklisten und Anleitungen finden, wie Sie das am besten machen. Das ist das Angenehme, man kann direkt die Informationen erhalten. Genau. Ich habe hier auch noch eine Frage reinbekommen. Wenn jemand nur nach Österreich liefert, muss dann für alle Länder muss ich dann alle Länder als Rechnungsadresse erlauben? Wenn Sie nur nach Österreich liefern und eine Rechnungsadresse, wenn dann praktisch jemand von Luxemburg oder von Spanien bei Ihnen einkauft, dann werden Sie eine Rechnung erstellen müssen und dann müssen Sie wohl auch hier die Rechnungsadresse prinzipiell erlauben. Das ist richtig, ja. Das heißt Abholung oder... Es wird halt vereinbart. Genau, es wird vereinbart, dass er sich um die Abholung oder um die Lieferung selber kümmern muss. Aber die Rechnung müssen Sie als Unternehmer ja nichtsdestotrotz ausstellen und bei der Rechnung ist üblicherweise der jeweilige Empfänger der Leistung anzuführen und das ist halt dann der Kunde mit der jeweiligen Adresse. Mhm. Super, das war die Frage, die hier auch beantwortet wurde. Aber seit der DSGVO muss man angeblich Webshops in jeder Sprache anbieten, wenn man sich an der EU ausrichtet. Was ändert sich in der Geoblocking-Verordnung damit oder ändert sich etwas damit? Also prinzipiell, das ist etwas, das die Konsumentenschützer ganz gerne verteidigen oder argumentieren, ist, dass Websites bzw. AGBs oder Datenschutzerklärungen immer in allen Sprachen angeboten werden müssen, weil wenn ich eine Webseite habe, die ist ja prinzipiell allgemein zugänglich, dann muss ich ja auch die Sprachen dann entsprechend wählen. So ist das nicht richtig. Also es gibt de facto hier noch keine wirkliche Entscheidung, also nicht wirklich, sondern es gibt keine Entscheidung, dass man hier tatsächlich diese Sprache auch anbieten müsste. Also es ist nirgends geschrieben, dass Sie einen Webshop in unterschiedlichen Sprachen anbieten müssen, nur weil der im Internet ist, wohlgemerkt ist ja auch ein Webshop, und es gibt dann auch keine Verordnung, auch nicht die DSGVO, die Ihnen vorschreibt, dass dann auch die Datenschutzerklärung in allen Sprachen angeboten wird, nur weil Sie eine Website haben. Also das ist definitiv ein Mythos. De facto ist es sogar so, dass ich Ihnen rate, wenn Sie jetzt beispielsweise eine Webseite haben, einen Webshop haben oder Dienstleistungen anbieten und Sie wollen sich eigentlich nur auf deutschsprachige oder auf Österreich ausrichten, dass Sie eben keine unterschiedlichen Sprachversionen anbieten, keine unterschiedlichen Länderseiten, sondern dass Sie eine Seite haben und die ist dann entsprechend in Deutsch ausgestaltet. Das Problem ist nämlich, wenn Sie eine unterschiedliche Sprachwahl anbieten, zum Beispiel, sagen wir jetzt Italienisch, naja, warum bieten Sie Italienisch auf Ihrer Webseite an oder bieten Sie an, dass man Produkte in italienischer Sprache bestellen kann? Naja, dann werden Sie nämlich sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass Sie sich auf Italien ausrichten. Der Vorwurf ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ja? Und wenn Sie sich auf einen Mitgliedstaat ausrichten, dann müssten bei Ihnen schon sämtliche Alarmglocken läuten, weil das heißt nämlich im Konsumentenschutz, dass Sie dann, wenn Sie an einen Verbraucher liefern, an einen Konsumenten liefern, möglicherweise italienisches Recht beachten müssten und eben auch italienisches Konsumentenschutzrecht. Und das kann bei manchen Mitgliedstaaten durchaus unangenehm werden. Da habe ich jetzt eine Frage dazu. Italienisch vollkommen klar. Wie sieht es mit Englisch aus? Englisch ist ja nicht nur auf England beschränkt, Gott sei Dank, sondern auf doch sehr viele Staaten. Gibt es hier die Möglichkeit oder bin ich dann auch wieder gebunden?
Wenn Sie sagen, Sie wollen die Website auch in Englisch anbieten, weil Sie sich durchaus auch außerhalb von Österreich orientieren, aber Sie wollen eben nicht sich jetzt spezifisch zum Beispiel auf Italien oder auf Belgien oder wo auch immer konzentrieren, dann würde ich Ihnen raten, dass Sie das eben so ausgestalten. Da muss aber wirklich alles auch in Englisch sein. Also da müssen auch Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen in Englisch abrufbar sein, also Deutsch und Englisch dann vermutlich. Und dann würde ich Ihnen auch raten, dass Sie in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen durchaus darauf verweisen, wohin Sie zu liefern gedenken. Weil wenn Sie dann nichts dazu sagen, dann wird man schon eher annehmen können, dass Sie sich international ausrichten und dass Sie auch die Lieferung international anbieten oder halt zumindest innerhalb der Europäischen Union. Aus seitens der Unternehmensberatungskolleginnen und Kollegen ist jetzt aber die Frage, wie sieht es dort aus? Weil die Kollegen liefern ja ihre Leistung in das jeweilige Land. Das ist aber nicht unbedingt jetzt ein Webshop, sondern eine Leistungserbringung. Also da ist die Frage, ob das überhaupt in die Verordnung hineinfällt, weil wir haben ja schon am Anfang gesagt, es fällt eigentlich die elektronisch erbrachte Dienstleistung hinein. Und ich meine, da müssten Sie mir Ihr Modell näher erklären, also was Sie hier anbieten, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine spezifische Website oder App anbieten, wo irgendein wunderbares, tolles Unternehmensbewertungsmodell, wo alles elektronisch berechnet wird und was weiß ich, was angeboten wird, dann könnte man da vielleicht von einer elektronischen Dienstleistung ausgehen. Wenn es allerdings so ist, dass Sie eben eine Dienstleistung als Unternehmensberater einfach auch zum Beispiel in Deutschland anbieten oder ähnlich, dann wüsste ich jetzt nicht, inwiefern die Geoblocking-Verordnung für Sie anwendbar wäre. Genau dazu ist jetzt eine Frage auch reingekommen. Ja. Wie wird Geoblocking auf Dienstleistungen von Unternehmensberatern angewendet? Unternehmensberatung muss in vielen Bereichen auch auf Ländergesetzgebung abstellen, zum Beispiel Gründungsberatung oder Expansionsberatung. Das hat damit nichts zu tun. Also ich glaube, Sie überschätzen die Geoblocking-Verordnung ein bisschen. Die Geoblocking-Verordnung, wir gehen vielleicht noch einmal hier zurück, wird ja diese ungerechtfertigte Diskriminierung eben, also sprich den Zugang auf Websites, die Weiterleitung auf spezifische Websites oder spezifische Vertragsbeschränkungen vor Ort, wenn die Dienstleistung erbracht wird oder eben auf der Website selber entsprechend beeinflussen bzw. umfassen. Wenn ein Unternehmensberater seine Dienstleistung jetzt in Deutschland oder in Luxemburg oder in Spanien anbieten möchte und er ist dort vor Ort tätig, dann wird er wohl oder übel dort natürlich das Recht entsprechend beachten müssen, ja, wenn er sich dort einen Stammbein aufbaut, dort einen Sitz aufbaut oder wenn er dienstleistend über die Grenze tätig ist, dann wird man sich halt anschauen müssen, welches Recht ist denn überhaupt anwendbar etc. Aber das betrifft einen anderen Bereich. Würde ich jetzt einmal behaupten, und das ist jetzt nicht mehr Kern der Geoblocking-Verordnung. Dazu kommt gerade wieder eine Frage, wie sind die Regeln im B2B-Bereich? Der Fragesteller liefert nur an Businesskunden. Das ist eine gute Frage. De facto wird die Geoblocking-Verordnung auf beides angewandt mit einer Einschränkung. Also sprich, B2C ist jedenfalls erfasst, wenn Sie sich an Verbraucher oder Konsumenten richten. B2B ist dann erfasst, wenn Sie sich an Unternehmenskunden richten, wenn die Unternehmen zum Beispiel Waren oder Dienstleistungen zur Endnutzung erwerben. Also eine Anwaltskanzlei beispielsweise, die eine Cloud-Lösung für ihre Anwaltskanzlei bucht oder eben für ihre Anwaltskanzlei Büromöbel bestellt. Ja, also sprich, Sie haben dann nicht vor, das weiter zu verkaufen oder weiter zu outsourcen, sondern Sie belassen das bei sich im Unternehmen. Also sprich, wenn es zur Endnutzung erworben wird, dann fällt auch der B2B-Bereich in die Geoblocking-Verordnung hinein. Danke für den Hinweis, haben wir bei den ersten Folien sogar vergessen. Ja? Nein, es war eine Frage und man super, merkt, ja. Es wird hier mitgefragt. Es wird aufgepasst, ja, super. Es stellt sich wieder eine Frage, wenn ich keine Lieferung anbiete, also etwas, was ich übermittle. Ein Kundenservice, gibt es da eine Auflistung allfälliger Zustelldienste, die ich zur Verfügung stelle oder etwas Ähnliches? Lass uns das lieber. Also wenn Sie das tun, dann seien Sie sich einfach gewahr, dass Sie sich wahrscheinlich dadurch auch auf diese Mitgliedstaaten ausrichten. Also sprich, haben wir schon gehabt. Ausrichten auf einen Mitgliedstaat bedeutet halt im Konsumentenschutzbereich, dass Sie dort auch womöglich strenge Konsumentenschutzbestimmungen einhalten müssen. Also wenn Sie sagen, okay, Sie bieten die Lieferung nicht an,
dann belassen Sie es dabei. Bitte bieten Sie auch keine Zusatzleistungen an, wie ich finde Ihren Paketdienstleister oder was auch immer. Lassen Sie das lieber. Ja. Erstens einmal ist es alles mittlerweile elektronisch verfügbar. Der Kunde wird es auch selber schaffen. Vor allem, wenn er sich schon entscheidet, bei einer Website eines österreichischen Unternehmers, das nur anbietet, aus Österreich zu liefern, zu kaufen, dann wird er es auch schaffen, dass er selber eben die Zustellung oder eben entsprechend die Abholung organisiert. Wenn Sie das anbieten, dann seien Sie sich gewahr, dass Sie eben hier mitunter auch strenges Konsumentenschutzrecht einhalten müssen aus anderen Mitgliedstaaten. Wie sieht das aus, wenn ich sage, okay, ich möchte nur ausschließlich mit österreichischen Kunden einen Vertrag abschließen? Es gibt nach wie vor in der Geoblocking-Verordnung keinen Lieferzwang. Also Sie müssen zwar prinzipiell Verträge abschließen können, ja, also es gibt nach wie vor natürlich auch weiterhin keinen Kontrahierungszwang, aber Sie müssen die Option bereitstellen. Und wenn Sie eben hier die Lieferung zum Beispiel wirklich nicht in ein anderes EU-Mitgliedsland anbieten möchten, dann würde ich Ihnen raten, verweisen Sie darauf. Ja? Informieren Sie sehr transparent, sehr klar darüber, wir liefern nur nach Österreich oder wir liefern nur nach Österreich und Deutschland. Der Kunde kann dann trotzdem bei Ihnen bestellen, muss aber selber schauen, wie er zu seiner Ware kommt. Also er kann dann zum Beispiel eine Zustelladresse in Österreich oder in Deutschland angeben oder er kann sich eben die Lieferung selbst organisieren. Aber Sie haben die Möglichkeit, dass Sie das natürlich ausschließen oder nicht ausschließen, sondern eigentlich Sie schränken halt Ihr Einzugsgebiet ein. Achtung nur, bei Konsumenten ist es ganz, ganz wichtig, dass sie klar und transparent darüber informieren. Das ist im Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz geregelt, das sie schon seit mittlerweile, ich glaube 2014 ist es gekommen, kennen. Also da müssen sie wirklich sehr transparent sein. Aber mit Transparenz haben die Unternehmensberater ja Gott sei Dank eh schon jahrelange Erfahrung. Wie sieht es dann aus? Kann ich mir jetzt meine Kunden aussuchen oder kann ich sagen, lieber Kunde, ich möchte dich nicht? Können es nach wie vor, also Sie sind nach wie vor frei in Ihrer Kontrahierung, also Sie können nach wie vor entscheiden, mit wem wollen Sie einen Vertrag, mit wem nicht. Es darf nur das mit wem nicht, darf nicht begründet werden mit, weil Sie Deutscher sind oder weil Sie Spanier sind. Das darf nicht die Begründung dahinter sein. Wenn die Begründung dahinter ist, ich habe eine Bonitätsprüfung durchgeführt und die ist negativ ausgefallen, ich möchte mit Ihnen nicht kontrahieren oder ich möchte mit Ihnen nicht kontrahieren, weil wir haben zum Beispiel schon so viele Lieferungen und das ist jetzt einfach nicht mehr möglich, nach wie vor alles möglich. Es gibt keinen Kontrahierungszwang, wichtig nur, wenn Sie mit jemandem keinen Vertrag schließen wollen, müssen Sie es begründen können, anders als mit der Herkunft des potenziellen Kunden. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine bestimmte Kundengruppe gar nicht beliefern, geht das oder geht das nicht? Das kommt darauf an, weil es gibt natürlich in Österreich auch Antidiskriminierungsbestimmungen und wenn Sie jetzt beispielsweise, was Sie natürlich nicht tun werden, aber wenn Sie jetzt beispielsweise Kunden einer gewissen Glaubensgruppe ausschließen von Ihren Dienstleistungen oder Ihren Waren, dann werden Sie da auch eine Schwierigkeit bekommen und zwar mit der Gleichbehandlungskommission. Der Glauben ist hier nicht gemeint, sondern beispielsweise, ich sage, Waffengeschäfte oder Hotels oder Gastronomiebetriebe sind ausgenommen. Geht das oder geht das nicht? Also bei der Geoblocking-Verordnung wird nur auf die Herkunft abgestellt und nicht darauf, was sonst die Beweggründe sein können. Sie wollen eben mit der Frage abspielen drauf, ob das eine objektive Diskriminierung, also Differenzierung ist. Das kann ich so nicht beantworten. Das müsste man sich dann wirklich im Einzelfall ansehen. Wenn Sie jetzt alle Waffenhändler ausschließen, weil Sie eben persönlich der Einstellung sind, Anti-Waffen und Sie wollen hier eben keine weitergehenden Kontrahierungen mit diesen durchführen, wenn Sie es einfach tun, weil Sie es tun und Sie haben es im Hinterkopf, wird Ihnen niemand einen Strick draus drehen. Wenn Sie das wirklich offensiv auf Ihrer Webseite ausschließen, habe ich vielleicht ein bisschen Bedenken im Hinblick auf Gleichbehandlungskommission, aber es kommt drauf an. Es ist nämlich gerade bei solchen Gruppen immer auch ein bisschen im Hintergrund, dass da vielleicht auch eine politische Einstellung dahinter stehen könnte und da hätte ich ein bisschen Bedenken. Also ein bisschen Bauchweh hätte ich dabei. Also am besten nicht machen. Wenn Sie es machen, dann bitte nicht publik auf der Webseite hinschreiben. Gut. Wir haben wieder eine Frage bekommen. Ja. Und zwar, ich darf sie wirklich so vorlesen, wie sie geschrieben wurde. Wie sieht es aus, wenn ich nur nach Österreich liefere? Allerdings ein Deutscher, zum Beispiel deutscher Kunde, bestellt und holt das ab. Muss dann die deutsche Mehrwertsteuer ausgewiesen werden oder die österreichische? Wenn Sie so
verkaufen würden, dass sie sagen, es ist wirklich das Liefergebiet eingeschränkt auf Österreich und er holt sich es auch nur bei sich ab, dann müsste, ich bin kein Steuerrechtler, das möchte ich betonen, die österreichische Mehrwertsteuer auszuweisen sein. Wenn es so wäre, dass der Kunde jetzt beispielsweise die Lieferung selber organisiert, ja, also sprich, er lässt sich einen Zusteller hier noch einmal hinzubuchen, also er bucht sich den selber hinzu, dann wird der Zusteller darauf achten müssen, wie das weitergeht mit der Mehrwertsteuer. In Zweifelsfragen würde ich Ihnen aber tatsächlich jemanden nahelegen, der im Steuerrecht wirklich hier Expertise hat. Das habe ich nicht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher bitte wenden Sie sich in Zweifelsfragen eben entweder an Ihre Wirtschaftskammer in Niederösterreich, sind das die Bezirksstellen, oder an einen Bilanzbuchhalter Ihres Vertrauens, damit Sie eben diese Frage dann im Einzelfall nochmal abklären können. Das, was ich rezitiert habe, stammt aus den FAQs der Europäischen Kommission, wie Sie das sehen würde. Super. Na, das ist ganz wichtig, aber wir haben jetzt die Fälle gesprochen, wo es vielleicht ein wenig kritisch ist, aber was geht gar nicht? Naja, was gar nicht geht, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Also das klassische Beispiel, ein Kunde, in dem Fall ist es Irland, möchte Shop.at besuchen und wird eben automatisch auf Shop.de weitergeleitet. Oder wie einer der Teilnehmer rezitiert hat, wird von Amazon UK auf Amazon.de oder umgekehrt weitergeleitet, ohne dass er da eigentlich seine Zustimmung dazu gegeben hat. Das geht prinzipiell einmal nicht mehr. Oder was auch nicht mehr geht, ist, wenn jetzt aufgrund von im Hinblick auf Zahlungsmittel eben differenziert wird. Ja, ich sage, in Deutschland dürfen Sie gerne mit Mastercard und Visa zahlen oder andere Kreditkarten. Wir wollen hier keine Werbung machen. Aber wenn jetzt ein österreichischer Kunde bestellt, dann darf der nicht mit seiner österreichischen Kreditkarte bezahlen, gleicher Marke, sondern der darf nur zum Beispiel mit einer Barüberweisung eben bezahlen. Das geht auch nicht, wenn ich das einzig und allein aufgrund der Herkunft der Kunden unterscheide. Wenn es allerdings so wäre, dass ich sage, okay, ich habe den österreichischen Kunden durchleuchtet, der hat leider von der Bonität her ist er nicht so gut aufgestellt, also sprich, ich möchte hier eine Sicherheit haben, kann ich nach wie vor sagen, gut, ich möchte eine Vorausleistung haben. Ich würde Ihnen dann raten, dass Sie eben Zahlungsmethoden nicht nur auf Kreditkarte oder Ähnliches einschränken, sondern dass Sie darüber, dass Sie Bonitätsauskünfte durchführen und eben aufgrund dieser Bonitätseinschätzung auch entsprechende Zahlungsmethoden sich auswählen werden, darauf würde ich hinweisen. Jetzt stellt sich dann für mich die Frage, wenn ich Einschränkungen mache, dann muss ich es für alle machen oder für keinen? Richtig, also ich darf dann nicht sagen, bei den österreichischen Kunden werde ich Bonitätsprüfungen durchführen und bei den deutschen nicht, sondern wenn, dann muss ich mir das für alle offen lassen. Ich muss jetzt nicht in jedem Einzelfall prüfen, ja, aber wenn ich sage, ich möchte das, dann darf ich das nicht nur deswegen, weil das jetzt zum Beispiel ein Österreicher ist und ich bin ein deutscher Unternehmer. Mhm. Jetzt haben wir die negativen Beispiele hier genannt, aber üblicherweise weiß ich, dass es auch Formulierungsvorschläge geben kann von Ihnen, wo man sagt, okay, wie könnte es dann doch funktionieren oder wie könnte etwas funktionieren? Genau, also da gibt es auch ein gutes Merkblatt mittlerweile auf wko.at, das ist ja auch verlinkt bei den positiven Beispielen. De facto, wir haben es eh schon ein paar Mal angesprochen, wenn Sie sagen, Sie möchten die Lieferung einfach auf ein Land oder auf mehrere Länder konzentrieren, dann tun Sie das bitte, aber informieren Sie auch ordentlich darüber. Also sprich, sagen Sie auch dezidiert, wir liefern nur dort und dorthin. Und nicht, wir liefern nicht dorthin, sondern wir liefern nur an. Also positiv formulieren, Sie wollen Ihre Kunden auch nicht verschrecken. Und wenn Sie jetzt beispielsweise hier eben die Möglichkeit haben, Ihre Kunden vorher noch zu durchleuchten, also sprich, dass Sie prüfen, ob Sie hier tatsächlich eine Bonität ausweisen, um auch diese Bestellung oder diese die Bestellung einfach durchführen zu können, dann schreiben Sie auch hin, dass Sie Bonitätsprüfungen durchführen und eben entsprechend daran knüpfen, welche Zahlungsmethode gewählt wird, zum Beispiel Vorauskasse. Da steht, die Einschränkung der Zahlungsmethode Vorauskasse auf ausländische Kunden ist nicht möglich. Jetzt, wenn man eBay als Beispiel nimmt, dort gibt es ja auch einige Shops, die aber sehr wohl nur mit Vorauskasse etwas liefern. Aber generell schätze ich und nicht nur ins Ausland. Nicht nur ins Ausland, ja. Wenn Sie generell sagen, Sie wollen nur Vorauskasse,
mach uns das. Das heißt, die Einschränkung der Zahlungsmethode, wenn es für alle ist, ist wiederum kein Problem. Genau. Bedenken Sie immer, es geht um Geo-Blocking, Geo-Diskriminierung, also Geodiskriminierung. Es geht hier einzig und allein um Herkunft bzw. Wohnsitzstaat, Niederlassungsstaat. Ja, das ist natürlich, aber wie sieht es eigentlich aus? Wann richte ich mich auf einen speziellen Mitgliedstaat aus? Also wir haben schon ein Beispiel angesprochen, wenn Sie jetzt eine spezifische Sprache zum Beispiel wählen, dann kann das schon ein Kriterium sein, dass ich sage, ich richte mich auf einen Mitgliedstaat aus. Also wir haben das Beispiel gehabt mit Italienisch und ich würde mich dann eben auf Südtirol, auf Italien etc. ausrichten. Es gibt da einen Kriterienkatalog, den hat der Europäische Gerichtshof schon einmal in einer Entscheidung veröffentlicht und da wird auf verschiedene Dinge abgestellt. Also zum Beispiel eben die Sprachwahl, teilweise eben auch die entsprechende Ausgestaltung der Webseite selber, was für einen Charakter die macht, ob die eher international aussieht oder nicht. Also da gibt es sehr viele Dinge, auf die geachtet werden muss. Mhm. Auch natürlich länderspezifische Domains. Wenn ich mir jetzt eine IE-Adresse für eine irische Webseite, also sprich eine IE-Top-Level-Domain, sichere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich hier auf irische Kunden ausrichte, auch natürlich wieder höher. Da gibt es sehr viele verschiedene Anhaltspunkte. Das Wichtige ist nur, dass Sie mitnehmen, wenn Sie sich auf ein Zielland ausrichten, dass Sie eben dort, wenn Sie sich B2C ausrichten, also sprich gegenüber Konsumenten oder Verbraucher, dass Sie dort eben womöglich hier auch das ausländische Konsumentenschutzrecht anwenden müssen. Ich weiß schon, Europäische Union, einheitlicher Binnenmarkt, es sollte überall alles gleich sein. Im Konsumentenschutz darf ich Ihnen sagen, schöner Gedanke, funktioniert aber nicht. Konsumentenschutz ist unterschiedlich in den Mitgliedstaaten. Sie haben da unterschiedliche Gewährleistungsbestimmungen zum Beispiel. Also da wäre ich sehr vorsichtig, wenn ich das tue. Und wenn ich das tue, dann muss ich halt auch gewahr sein, dass ich die jeweiligen Regeln in den jeweiligen Mitgliedstaaten kennen muss. Genauso ist es auch, wenn ich einen Konsumenten zum Beispiel klagen muss, weil der nicht gezahlt hat. Ja, ich habe zum Beispiel Kreditkarte als Zahlungsmethode verwendet, die war nicht gedeckt oder die Zahlung war nicht gedeckt und ich muss jetzt den Kunden auf diese Zahlung klagen. Wenn das ein Konsument ist und ich habe mich auf den Mitgliedstaat des Konsumenten ausgerichtet, dann wird es so sein, dass ich am Wohnsitz des Verbrauchers, des Konsumenten auch klagen muss. Das ist natürlich mit vermehrten Kosten verbunden. Stellen Sie sich vor, Sie müssen in Italien klagen, dann wird es wohl sein, dass Sie sich an Ihren rechtsfreundlichen Vertreter wenden und mit dem dann gemeinsam das durchführen müssen. Also einfach ist das natürlich nicht. Das kann dann durchaus länger dauern. Richtig. Wobei hier natürlich auch die Frage ist, wenn ich als österreichisches Unternehmen sage, ich liefere nur nach Österreich und ich habe den Gerichtsstand nicht vorher bekannt gegeben, dann gilt ja ausländisches Recht und er könnte an seinem Wohnsitzsprengel klagen. Wenn ich im Vorhinein sage, ich liefere nur nach Österreich, habe auch sonst keine Handhabe gemacht, dass ich in irgendeiner Art und Weise mir vorwerfen lassen müsste, ich richte mich auf einen anderen Mitgliedstaat aus, dann ist es so, dass hier eben die weitere Folie zur Anwendung kommt, und zwar wenn ich mich nicht auf einen bestehenden Mitgliedstaat ausgerichtet habe. Und da kann ich auch wieder die FAQ der Europäischen Kommission zitieren, wo sie sogar dezidiert gesagt hat, und es steht auch in der Geoblocking-Verordnung drinnen, wenn das so ist, die Lieferung wird nur in Österreich angeboten, der Verbraucher kommt zwar aus Spanien, ist aber trotzdem hier, hat trotzdem die Ware gekauft, fährt nach Österreich, holt sich die Ware ab, dann muss in diesem Fall kein ausländisches Recht anwendbar gemacht werden. Also sprich, da kommt dann das Recht des Niederlassungsstaates des Unternehmers zur Anwendung. Und genauso beim Gerichtsstand, das richtet sich dann auch nach der Niederlassung des Unternehmens. Ja, das ist der wesentliche Unterschied. Das war eines von den vielen Dingen, die eigentlich sehr, sehr negativ im Vorfeld beurteilt worden sind, weil wir uns nicht klar waren, ob das wirklich gewährleistet wird. Das ist allerdings jetzt gewährleistet worden. B2B schaut es ein bisschen anders aus. Mhm. B2B, also im Unternehmerbereich, das wissen Sie ja, da können Sie Rechtswahl
treffen. Ja, also sie können auch bei Konsumenten eine Rechtswahl treffen, aber nichtsdestotrotz kommt das strengere Konsumentenschutzrecht seines Heimatstaates zur Anwendung. Bei Unternehmern hat man da mehr Spielraum. Und ich würde Ihnen auch dezidiert raten, dass Sie das anwendbare Recht bei Unternehmen wählen und entsprechend auch den Gerichtsstand wählen. Weil wenn Sie das nicht tun, dann kann man in sehr viele Richtungen argumentieren. Es ist auch hier zu bedenken, wenn das zum Beispiel ein Kaufvertrag war, könnte UN-Kaufrecht zur Anwendung kommen. Da kennen sich die wenigsten Juristen leider in Österreich aus. Und das kann dann eher ungünstigere Folgen nach sich ziehen. Wobei man natürlich bei Unternehmern gut argumentieren kann, warum eben hier die wesentliche Leistung in Österreich erbracht wird. Aber ich würde Ihnen raten, legen Sie da die Rechtswahl fest. Genauso auch, wenn ich mich nicht auf ein bestimmtes Zielland ausgerichtet habe, weil hierzu sagt ehrlicherweise die Europäische Kommission gar nichts. Und ich muss mir dann wirklich überlegen, gibt es eigentlich in einem solchen Fall, wo ich nur nach Österreich liefere, wo der Unternehmer nach Österreich kommt und bei mir eben die Ware abholt, gibt es da jetzt wirklich einen grenzüberschreitenden Sachverhalt, nur aufgrund dessen, dass der Unternehmer eben aus einem anderen Mitgliedstaat stammt? Wahrscheinlich ja. Also von daher würde ich da schon auch sicherheitshalber eine Rechtswahl vorsehen. Also auf jeden Fall aufpassen. Wir haben eine neue interessante Frage bekommen. Und zwar, kann ich länderspezifische Unterscheidungen der Zahlungsmethode aufgrund der Landeswährung machen? Also bei einem Nicht-Euro-Land nur Kreditkarten, bei Euro-Ländern auch Banküberweisungen? Nein, also es gibt auch innerhalb der Europäischen Union Mitgliedstaaten, die noch nicht den Euro haben. Also aufgrund der Währung dürfen sie nicht differenzieren. Das wäre eine mittelbare Diskriminierung. Da steht aber, so habe ich das gelesen, Nicht-Euro-Land. Also nicht nur... Also nicht nur EU, sondern von einem Nicht-Euro-Land. Wenn es außerhalb der EU ist, dann ist mir das egal, wenn ich es mal so formulieren darf, weil das betrifft die Geoblocking-Verordnung nicht. Wenn es wirklich Euro-Land im Sinne von Euro als Währung ist, dann müssen Sie aufpassen, weil in der Europäischen Union gibt es eben auch Mitgliedstaaten, die noch nicht den Euro haben und die unterliegen trotzdem auch der Geoblocking-Verordnung. Also wenn das eine gemeint ist, bitte Achtung, da dürfen Sie nicht differenzieren mit Euro-Land. Wenn Sie meinen wirklich EU-Mitgliedstaat oder Drittstaat, dann ist es so, dass Sie bei Drittstaaten durchaus differenzieren können. Aber ich kann beispielsweise für Ungarn sagen, Zahlung wird nur in Euro geleistet. Also sprich, Sie wählen eine Zahlungsart sozusagen. Ja, das müsste nach wie vor möglich sein. Eine Währungsart, ja. Das müsste nach wie vor möglich sein. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht. Und danke auch für die doch sehr für mich interessante Frage. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, der 3. Dezember ist schon ein wenig vorbei, noch nicht viel, aber doch. Was heißt das für Unternehmen im Konkreten und was muss passieren, was sollte schon passiert sein? Also wie geht es da weiter? Was Sie natürlich schon unbedingt gemacht haben, also da bin ich mir ganz sicher, ist, dass Sie die Websites einfach überprüfen, ob da alles okay ist. Ja, also das haben Sie wahrscheinlich schon am 25. Mai gemacht, weil Sie da Ihre Datenschutzerklärungen wahrscheinlich überprüft haben. Und jetzt sollten Sie halt geschaut haben darauf, dass eben diese automatischen Weiterleitungen nicht programmiert sind, also sprich die Weiterleitungen auf länderspezifische Websites, dass Sie eben schauen, was haben Sie bei Sprachwahlen, sind Sie sich da eigentlich so sicher, ob Sie das wirklich anbieten möchten oder nicht, dass Sie schauen, dass dieser jederzeitige Wechsel möglich ist, wenn Sie länderspezifische Websites haben, dass die Cookies ordentlich gesetzt sind, dass Sie eben gerade bei Ortsangaben, Sprachwahl hier noch einmal ein Augenmerk drauf werfen, ob eben gewisse Ziffern eingegeben werden können, ob Sie bei den Zahlungsmethoden eh nicht differenzieren, ja, also nicht ungerechtfertigt differenzieren und bei den AGB bitte auch noch einmal dezidiert schauen, ob da alles in Ordnung ist, auch bei Ihren AGB, die Sie nicht online verwenden, sondern offline, hier noch einmal kurz durchgehen. Dazu vielleicht noch zu den AGBs. In vielen Bereichen hat die Wirtschaftskammer AGBs als Vorlagen vorrätig. Ich darf nur darauf hinweisen, ja. Dann machen Sie es nicht.
Die Bundessport Information und Consulting hat tatsächlich, also die Information und Consulting hat tatsächlich einige AGB, auch die Fachgruppe UBIT hat einige AGB, auch bei den IT-Dienstleistern gibt es sehr, sehr viel. Die werden auch regelmäßig überprüft und sind üblicherweise auch ordentlich ausgestaltet. Ich würde nur immer auf das Datum achten, weil bei uns sind jetzt auch keine Heerscharen an Juristen, also auch wenn man es nicht glaubt, aber nein, das ist nicht so. Das heißt, es kann natürlich nicht täglich aktualisiert werden und ich bin mir auch nicht 100%ig sicher, ob schon alle, entschuldigen Sie, alle auf die Geoblocking-Verordnung ausgerichtet sind. Aber auch hier bitte auf das Datum der Aktualisierung einfach achten. Bei den AGB vielleicht noch ein Tipp am Rande, wenn Sie an Konsumenten, an Verbraucher tatsächlich liefern, auch in anderen Mitgliedstaaten, dann sollten Sie im Hinblick auf Widerrufsrecht durchaus von Ihrem Recht Gebrauch machen, dass Sie die Kosten der Rücksendung, wenn jemand eben ein Widerrufsrecht ausübt und hier die Ware wieder zurücksenden muss, dass Sie da darauf Acht geben, dass das überwälzt worden ist auf den Konsumenten, auf den Verbraucher. Das dürfen Sie, das ist konsumentenschutzrechtlich in Ordnung. In prinzipiell allen Mitgliedstaaten meines Wissens, ja, sonst noch einmal im Einzelfall überprüfen, aber versuchen Sie, dass Sie hier zumindest diese Regelung treffen, nicht, dass der Konsument zwar die Ware abgeholt hat, aber Sie dürfen dann den Rücktransport organisieren, das wäre nicht so ideal. Jetzt kommt die nächste Frage herein und ich darf sie wirklich auch so vorlesen. Hier wird gefragt, sehe ich das also richtig als kleines Unternehmen, das einen Webshop betreibt, der nur an österreichische Konsumenten verkaufen will, kann ich nur auf das Lieferland auf Österreich einschränken, habe aber keine Möglichkeit, Kunden aus anderen EU-Ländern abzulehnen. Nicht nur, weil sie aus anderen EU-Ländern sind. Also das verhindert die Geoblocking-Verordnung tatsächlich. Das ist eigentlich der wesentliche Kern, dass man als Kunde, also sprich als Endkunde, egal in welcher Form, prinzipiell die Möglichkeit hat, mit jedem Mitgliedstaat einen Vertrag über eine Ware eben abzuschließen. Aber die Lieferung können Sie, wie Sie schon richtig gesagt haben, auf Österreich einschränken. Und das würde ich Ihnen dann auch raten, weil ehrlicherweise wird der Prozentsatz derjenigen Kunden, der trotzdem bei Ihnen kauft und sich selber darum sorgt, dass hier eben die Lieferung vorgenommen wird, verschwindend gering sein. Also mir ist noch keine Flut an Bestellungen bekannt geworden, die jetzt auf einmal seit dem 3. Dezember passiert wäre. Das ist wenigstens etwas Positives. Sie haben zum Eingang erwähnt, dass die Präsentation auch online verfügbar ist. Genau. Und die Informationen, die drauf sind, also Geoblocking, Verordnung, Verordnungstext, hier kann man wirklich die Informationen abrufen und auch durcharbeiten. Das hat durchaus seinen Sinn. Wenn Sie Zeit haben, wenn Sie möchten, dann schauen Sie sich den Verordnungstext an. Er ist nicht einmal so schlecht geschrieben. Ich kann die FAQs der Kommission recht nahelegen, weil das sind, ich glaube, fast 50 Seiten Fragen behandelt worden und die sind wirklich nicht schlecht. Die sind auch nach Themengebieten gegliedert und einmal eine prinzipiell unverbindliche, aber wurscht, eine Auskunft von der Europäischen Kommission zu haben, ist nicht übel. Und beim Steuerrecht, wie gesagt, bitte schauen Sie, dass das auch entsprechend abgesichert ist, damit Sie hier auch die Rechnung etc. richtig ausstellen. Ganz schnell ist jetzt noch eine Frage reingekommen. Wie mache ich das als Webshop-Betreiber, wenn es keine Abholmöglichkeit gibt, jedoch Lieferung nur nach Österreich? Dann wird der Kunde in irgendeine Adresse in Österreich angeben, wohin eben die Ware dann geliefert werden muss von Ihnen, weil Sie bieten ja die Lieferung innerhalb Österreichs an. Und der Kunde wird dann selber schauen, wie er von dieser Adresse zu seiner Ware kommt. Kann ich einen Paketjob ausschließen oder nicht? Ich wüsste noch von keiner Praxis in dieser Art und Weise, aber ich glaube nicht, dass Sie sagen können, ich schließe Paketjobs jetzt per se als Lieferadresse aus, weil da fehlt mir irgendwo auch ein bisschen die objektive Begründung. Und das könnte als eine Umgehung der Geoblocking-Verordnung vielleicht sogar interpretiert werden, da wäre ich vorsichtig. Bitte, ich muss auch vorausschicken, die Geoblocking-Verordnung gibt es jetzt seit 3. Dezember. Wir haben hier noch keine Entscheidungen von Gerichten, wir haben noch keinerlei Verfahren, die anhängig sind. Das ist jetzt alles ein bisschen auch ein bisschen Kaffeesudleserei, aber ich wäre einfach jetzt im Moment vorsichtig, um nicht den Anstoß zu geben. Ja. Durchaus richtig. Wir kommen schon zum Ende der sehr, für mich sehr schnell verflogenen Stunde.
Aber ich habe noch eine Frage. Gibt es in Österreich eine Aufsichtsstelle, die auch Strafen verhängen kann? Das ist eine gute Frage, weil das ist gerade neu hereingekommen. Ich glaube, gestern war es sogar am Abend noch. De facto ist es so, dass man sich als Konsument natürlich an die an das Verbraucherzentrum wenden kann. Das ist uns jetzt aber prinzipiell als Unternehmer mal egal. Es ist so, dass die UWG-Novelle, also die Gesetz gegen unlauteren Wettbewerbsnovelle 2018, vorsieht, dass eben die Bundeswettbewerbsbehörde prinzipiell hier Untersuchungsmöglichkeiten hat etc. Und es ist auch eine Strafhöhe dort vorgesehen worden, bis zu 2.900 Euro meines Wissens. Das ist also prinzipiell überschaubar, da sind wir noch nicht bei den DSGVO-Strafhöhen. Aber nichtsdestotrotz nehmen Sie das Thema ernst, schauen Sie, dass die Websites möglichst diskriminierungsfrei ausgestaltet sind, passen Sie auch auf die Barrierefreiheit bitte nach wie vor auf, das muss Ihnen klar sein und dann sollte Ihnen nichts passieren. So, jetzt ganz kurz vorm Ende noch die letzte Frage, aber doch eine Frage. Muss ich bei Beratungen via Viber was beachten? Naja, also Datenschutz, ja, wenn Sie Viber verwenden, schauen Sie sich an, ob Sie das auch verwenden dürfen. Meines Wissens ist Viber allerdings ein relativ sicheres Tool. Hoffentlich hat sich noch nicht geändert. Wenn Sie das tun, machen Sie das. Ja. Wenn Sie eine Aufzeichnung aber zum Beispiel anbieten sollten, müssen Sie beim Datenschutz bitte bedenken, dass Sie hier die Zustimmung auch von Ihrem Gegenüber einholen. Ansonsten ist das eigentlich kein Unterschied zwischen einer Beratung face-to-face. Ich darf mich bedanken für das sehr umfangreiche Thema, das Sie wirklich für mich sehr knackig auf den Punkt gebracht haben. Ich möchte mich auch bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für die interessanten Fragen. Wir sind am Ende angelangt und natürlich können Sie das Webinar auch weiterhin im Internet abrufen. Sie bekommen alle Unterlagen, die Sie hier schon gesehen haben, mitgeliefert und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag.